Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Elden Ring und heute endlich mal wieder ein neuer Build. Wurde sich ja gewünscht, dass ich sowas mal wieder mache. Und da geht direkt ein dickes Shoutout an den lieben Beli raus, der mir diese beiden geilen Peitschen zur Verfügung gestellt hat. Weil die, also das ist glaube ich die schlimmste Waffe oder eine der schlimmsten Waffen zu farmen. Ich blende euch mal gerade ein, wo ihr die findet. Die findet ihr nämlich auf dem Berggipfel der Riesen von einem einzigen Gegner, der auch nicht nah bei einer Gnade ist und relativ stark ist, das ist dieser Feuertopf-Dude. Also eine ganz, ganz miese Farmroute. Und wieso ich die vorstelle, ist einer der guten Peitschen. Also es gibt eigentlich nur so ungefähr zwei gute Peitschen. Eine ist die hier, die halt gut Blutung macht. Und mit Blutung kann man ja im Prinzip jede Waffe OP spielen. Und wieso, das zeige ich euch gerade mal. Also das Besondere an der Waffe ist halt, dass ihr es Dual wielden könnt und dann immer schön den Sprungangriff spammen. Wenn man ein bisschen besser wäre als ich, dann wird das wahrscheinlich auch noch besser gehen. So. Und da drauf dann den Nebelraptor. Damit könnt ihr natürlich in die Luft springen, eine Attacke ausweichen und direkt wieder einen Sprungangriff machen. Also ganz geil. Jetzt zeige ich noch ganz kurz, was ich dazu alles eingesetzt habe, beziehungsweise ausgerüstet habe. Wie ihr schon seht, habe ich die wahre Maske an und auch die Raubvogelfederrüstung. Natürlich die beiden Dornpeitschen auf Okkult, damit die auf Arkan skalieren. Wie gesagt, die wahre Maske, den Ritualschwert-Talisman, der gibt mehr Angriff, wenn ihr volle LP habt. Den blauen Tänzer-Talisman, der euren Angriff erhöht, wenn ihr leichte Ausrüstungsgewicht habt. Natürlich Jubel des Blutes und Clown-Talisman. Und ausnahmsweise mal nicht die Scherbe von Alexander. Und damit habt ihr gerade gesehen, macht ihr gut Schaden, also normaler Schaden 2000. Ich kann auch ohne Buffs mal eben machen, das ist ja auch immer spannend. Und dann kommt halt die Blutung beim zweiten Sprung schon rein. Das ist ganz geil, würde ich sagen. Vor allen Dingen halt für Peitschen, ne? Die ja in der Regel nicht so gut sind. Und zack. Und das Geile ist halt bei dem Nebelraptor, den könnt ihr wirklich, ich wollte fast sagen, spammen, damit ihr eine Attacke ausweicht, aber muss man schon ein bisschen abtimen. Und ja, das sind so die zweitbesten Peitschen, die es gibt. Es gibt noch eine Peitsche, die besser ist. Die zeige ich euch vielleicht beim nächsten Video. Wenn das Video hier, sagen wir mal, mehr als 30 Likes bekommt, dann zeige ich euch die beste Peitsche, die es gibt. Und ja, das war schon wieder von meiner Seite. Kurzes, knackiges Video über die zweitbesten Peitschen und damit dann bis zum nächsten Mal. Haut rein.